Ich stehe hier vor dem Deutschlandhaus, dem Sitz des Berliner Landesverbandes der Vertriebenen, Vertriebenen. Der Landesverband der Vertriebenen soll vom Bundesverband der Vertriebenen vertrieben werden. Wir schauen mal nach den Rechten. Und hier kommen die dann lang? Ja, wenn... Und hier, das ist ja zweiter Fluchtweg und der andere Fluchtweg ist dort hinten links. Wie viele Personen sind das hier insgesamt? Ich schätze mal bis 30. Genau. Also deutlich unter 2 Millionen. Guten Tag. Sonneborn vom ZDF. Wenn ich hier mal reinschauen darf. Das ist hier Mitglied, Austritt, Verzug und Tod. Das ist von 1958. Wo sind die Neueintritte? Warten Sie. Ich denke, ich habe sie da mit drin. Ich bin da Gucken Sie mal. Wie ist die Zukunft der Organisation? Ach ja, auch schwierig. Kann es sein, dass die Vertriebenen eines Tages aussterben? Ja, wahrscheinlich wird es sein. Wo können sie denn eigentlich hin jetzt? Tja, ich weiß das nicht, wo wir hingehen. Niemand, der sie aufnimmt diesmal? Bis jetzt weiß ich das noch nicht. Und wie lange wird das dauern, bis die Vertriebenen hier raus sind? Na, geplant ist bis zum 31.07. Wird es zu Schikanen kommen? Ich hoffe nicht. Es wird zwar ein bisschen gemurrt. Das ist, glaube ich, üblich bei Vertreibungen, oder? Guten Tag. Ist das auch so eine Art Ironie der Geschichte, dass Vertriebene durch andere Vertriebene vertrieben werden aus diesem Büro? Manchmal könnte man das meinen. Wenn Sie das so fragen, könnte man sagen, dass also eine Vertreibung durch Vertriebene des Öfteren stattfindet, wenn die menschlichen Beziehungen untereinander wenig funktionieren. Müssen Sie weinen, wenn Sie an Vertreibung denken? Ich werde sehr traurig, wenn ich an Vertreibung denke. Denn wenn beispielsweise auch der Amtssitz des Bundespräsidenten von den Schlesiern stammt, von Langhans, oder der Aufsatz der Marienkirche oder die St. Hedwigskathedrale ihren Namen von Schlesien hat und das Brandenburger Tor natürlich völlig geistiges Eigentum, außer der Quadriga von den Schlesiern. So viel vom Anführer der vertriebenen Schlesier. Das Brandenburger Tor haben uns die Schlesier geschenkt. Wir sollten nicht zu undankbar sein und sie hier von hier wieder vertreiben. Wir geben zurück in die Funkhäuser.